Ja, Gottes Segen, liebe Gemeinde und liebe Zuschauer auf YouTube. Das Thema wird heute sein, die Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit. Ich hoffe, dass auch die Zuschauer auf YouTube danach erkennen werden, dass es nur eine Wahrheit gibt und dass diese Wahrheit sie auch dann frei macht. Ja, liebe Geschwister, gerade jetzt in dieser heutigen Zeit, ja, da müssen wir an der Wahrheit festhalten, an Gottes Wort und an dem wahrhaftigen Gott, dem Herrn Jesus Christus. Ja. Denn gerade hier in Deutschland, ja, ist gerade auch die Lüge ganz stark auf dem Vormarsch. Ist ganz schrecklich geworden, ja, in diesem einst so gottesfürchtigen Land mal, ja, was hier geschehen ist innerhalb, ja, 100 Jahre kann man sagen, ja. Ich habe mir auch überlegt, was würde zum Beispiel ein Luther sagen, ja, oder ein Bismarck, wenn der heutzutage hier durch die Straßen geht. Wahrscheinlich gar nichts mehr, ja. Also der wäre sprachlos. Aber noch viel schlimmer, ja, was denkt eigentlich der Herr über dieses Volk hier heutzutage? Ich denke nichts Gutes mehr, ja. Ja, also als ich noch ein Kind war, da hat man auch noch oft gehört, ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Oder Lügen haben kurze Beine, die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ich habe sowas schon lange nicht mehr gehört, oder? Das ist traurig eigentlich, ja. Ja, die Lüge, ja, der Teufel, ja, beherrscht hier diese Welt. Und der versucht, die Wahrheit komplett hier rauszubringen, ja. Und alles mit Lügen zu ersetzen. Aber die gute Nachricht schon mal, es wird ihm nicht gelingen, ja. Denn die Wahrheit lässt sich nicht aufhalten, ja. Unser Herr Jesus Christus. Schlagen wir mal bitte Jeremia, Kapitel 9, die Verse 3 bis 8 auf. Da sehen wir ein gutes Beispiel, ja, über die Lügenlastigkeit dieser Welt. Hier spricht der Herr zwar zu seinem Volk Israel, ja, aber auch alles im Alten Testament ist nützlich zur Lehre, ja, und Erkenntnis. Jeremia 9, ab Vers 3. Sie schießen mit ihren Zungen eitel Lügen und keine Wahrheit und treiben es mit Gewalt im Lande und gehen von einer Bosheit zur anderen und achten mich nicht, spricht der Herr. Ein jeglicher hüte sich vor seinem Freunde und traue auch seinem Bruder nicht, denn ein Bruder unterdrückt den anderen und ein Freund verrät den anderen. Ein Freund täuscht den anderen und reden kein wahr Wort. Sie fleißigen sich darauf, wie einer den anderen betrüge und ist ihnen leid, dass sie es nicht Ärger machen können. Es ist allenthalben Eiteltrügerei unter ihnen. Und vor Trügerei wollen sie mich nicht kennen, spricht der Herr. Darum spricht der Herr Zebaoth also, siehe, ich will sie schmelzen und prüfen. Denn was soll ich sonst tun, weil sich mein Volk so ziert? Ihre falschen Zungen sind mörderische Pfeile. Mit ihrem Munde reden sie freundlich gegen den Nächsten, aber im Herzen lauern sie oft denselben, ja. Also ich finde, hier kann man das ganz deutlich sehen, wie die Welt heutzutage ist, ja. Sehr traurig, wir schauen uns nochmal diese Verse jetzt an, ja. Sie schießen mit ihren Zungen unnütze Worte, ja, und keine Wahrheit. Sie gehen von einer Bosheit zur anderen, ja. Sie achten den Herrn nicht. Man sollte sich von seinen Freunden und sogar von seinem eigenen Fleisch und Blut vorsehen, steht hier, ja. Täuschung, Verrat, Lüge, Betrug. In Vers 5 steht hier sogar, wenn sie könnten, würden sie es sogar noch ärger machen. Also es tut ihnen sogar leid, dass es nicht noch schlimmer geht, ja, steht hier. Sie sind so trügerisch, dass sie mit Gott nichts zu tun haben wollen. Und in Vers 8, das hat mich eigentlich sehr erinnert jetzt an unsere Obrigkeit, ja. Lesen wir das nochmal. Ihre falschen Zungen sind mörderische Pfeile, mit ihrem Munde reden sie freundlich gegen den Nächsten, aber im Herzen lauern sie auf denselben. Ja.
Die lachen uns ja ins Gesicht hier, gell? Wenn sie uns anlügen hier Tag und Nacht. Ich glaube, die denken sich auch gar nichts mehr dabei heutzutage. Ja, ich wollte heute eigentlich auch mal so eine richtige Brandrede hier machen, ja, gegen die Lüge auf der Welt, aber ich will auch nicht, dass der Kanal vom Bruder gesperrt wird, ja. Wegen Hate Speech oder so. Weil heutzutage, wenn man die Wahrheit spricht, heißt es ja Hate Speech, ja. Soweit ist hier schon gekommen, im besten Deutschen, das es jemals gegeben hat, ja. Das ist eigentlich der Wahnsinn, oder? Hate Speech, wenn man die Wahrheit redet. So viel zur Meinungsfreiheit heutzutage. Also lassen wir am besten Gottes Wort für sich sprechen, ja. Ist eh viel besser. Wir werden heute viele Verse lesen, aber es soll ja auch eine Lehrstunde sein. Und ja, gehen wir mal auf die Reise nach der Suche der Wahrheit in der Heiligen Schrift. Da fangen wir an mit Psalm 25, Vers 5. Das sind alles Verse, wo die Wahrheit drin vorkommt, ja. Psalm 25, Vers 5. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich dein, ja. In deiner Wahrheit steht hier, nicht in der Wahrheit, die wir in der Welt finden können. Gottes Wahrheit hilft dir und macht dich schlau, ja. Wirklich schlau, nicht die Weisheit der Welt. Deswegen lese jeden Tag in der Bibel und harre des Herrn. Gehen wir weiter. Psalm 36, Vers 6. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Ja, Gottes Wahrheit reicht, soweit die Wolken gehen, ja, also überall hin. Deshalb lässt sich der Herr auch finden in seiner Schöpfung, ja. Und keiner wird meine Entschuldigung haben, ja. Wenn er sagt, ich wusste nichts von Gott. Jeder weiß von Gott. Amen. Denn jeder Mensch weiß, dass Gott ist, ja, steht im Römerbrief. Allein an seiner Schöpfung kann man ihn erkennen, ja. Dann gehen wir weiter, liebe Geschwister, zu Psalm 100. Psalm 100, Vers 5. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Ja, der Herr ist freundlich. Er gibt jedem noch so schlimmen Sünder ja eine Chance, ihn aufzunehmen. Und seine Gnade und Wahrheit währet ewiglich. Ja. Ist auch sehr wichtig. Die hört nie auf. Und ein sehr schöner Vers über die Wahrheit in Psalm 117. Vers 2, da lesen wir es nochmal. Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Ja. Die Wahrheit und Gnade des Herrn haben wir für alle Zeiten jetzt, ja, die wir von Neuem geboren sind. Preist den Herrn. Ja. Nicht nur 70, 80 Jahre, sondern in alle Ewigkeit. Ja, da kann man sagen Halleluja, oder? Halleluja. Dann gehen wir weiter zu Psalm 119, Vers 160. Dein Wort ist nichts denn Wahrheit. Alle Rechte deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Ja? Amen. Und zwar für immer. Gott ändert sich nicht. Ja? Himmel und Erde werden zwar vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, spricht der Herr. Ja, so ist das. Nichts denn Wahrheit ist in diesem Buch zu finden, ja. Sonst steckt überall eine Lüge drin. Dann gehen wir weiter zu Jesaja, Vers 10. Entschuldigung, Kapitel 10, die Verse 20 und 21. Zu der Zeit werden die übrigen in Israel und die errettet werden im Hause Jakob sich nicht mehr verlassen auf den, der sie schlägt, sondern sie werden sich verlassen auf den Herrn, den Heiligen Israel in der Wahrheit.
Die übrigen werden sich bekehren, ja, die übrigen Jakob, zu Gott, dem Starken, ja. Sie werden sich bekehren zu Gott, dem Starken. Und zwar in der Wahrheit, in dem Herrn Jesus Christus, ja. Dann zu Jesaja 16,5 auf Seite 948. Es wird aber ein Stuhl bereitet werden, aus Gnaden, dass einer darauf sitze in der Wahrheit, in der Hütte Davids und richte und trachte nach Recht und fördere Gerechtigkeit, ja. Ja, und das wird der Herr Jesus Christus sein. Aber preist ihn, wir können auch jetzt schon zu seinem Gnadenstuhl kommen durchs Gebet, ja. Amen. Aber er wird mal auf diesem Stuhl sitzen, ja. Auf dem Gnadenstuhl. Die Wahrheit in Person, ja. Dann gehen wir zu Jesaja 43. Vers 9 bis 13, das sind auch sehr starke Verse. Weil der Herr Jesus Christus wird dann auch mal eins beweisen. Er tut es eigentlich jetzt schon, aber alle Welt wird mal sehen, dass er der einzige Gott ist, ja. Und alle Welt muss es auch bekennen. Fangen wir mal an bei Vers 9. Lasst alle Heiden zusammenkommen, zu Haufe, und sich die Völker versammeln. Welcher ist unter ihnen, der solches verkündigen möge und uns hören lasse vorhin, was geschehen soll? Lasst sie ihre Zunge Zeugen darstellen und beweisen, so wird man es hören und sagen, es ist die Wahrheit. Ihr aber seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählet habe, auf dass ihr wisset und mir glaubet und verstehet, dass ich's bin. Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ich bin der Herr und ist außer mir kein Heiland. Ich hab's verkündigt und hab's auch geholfen und hab's euch sagen lassen und ist kein fremder Gott unter euch. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, so bin ich Gott. Auch bin ich Ehe, der nie kein Tag war und ist niemand, der aus meiner Hand retten kann. Ich wirke, wer will es abwenden? Amen. Finde ich, sind sehr starke Verse aus Jesaja da. Ja, es gibt nur einen Gott, ja, den Herrn Jesus Christus. Dann werden jetzt viele sagen, ja, woher kommt dann überhaupt Gott, ja? Das sagen ja die ganz Schlauen dann. Aber Gott ist außerhalb von Raum und Zeit, ja? Und das sehen wir hier auch nochmal in Vers 13, da steht es auch, ja? Auch bin ich, ehe denn nie kein Tag war, ja? Amen. Glaube, lieber Mitmensch, dass es einen Gott gibt, ja? Den Herrn Jesus Christus, bevor es zu spät ist. Dann gehen wir ins Neue Testament, ins Johannesevangelium. Johannes 1,14. Johannes 1,14. Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, ja. Preist den Herrn. Der Herr Jesus Christus, die Gnade und die Wahrheit. Und seine Herrlichkeit auch, ja. Wir werden seine Herrlichkeit mal sehen. In Herrlichkeit, ja, da steckt doch das Wort Herr drin. Das ist wunderbar. Dann gehen wir da weiter zum Vers 17 noch. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum worden. Ja. Er ist die einzige Wahrheit. Die Wahrheit ist durch ihn worden. Ja. Du brauchst kein Gesetz mehr, ja, und kein Werk mehr tun, um errettet zu werden. Denn wie hier steht, ist er auch die Gnade. Ja. Dann gehen wir zu Johannes 4. 4. Kapitel, Vers 24. Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja. Den Heiligen Geist bekommst du durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ja. Und den brauchst du auch. Denn in Hebräer 11,6 steht auch geschrieben, ja, ohne Glauben kannst du Gott nicht gefallen. Ja.
So kannst du ihn dann in der Wahrheit anbeten. Gehen wir zu Johannes 8, 32. Ist immer wieder schön zu lesen. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja? Du wirst die Wahrheit, wenn du den Herrn Jesus Christus aufgenommen hast, mal so klar sehen. Ja? Auch wenn du davor schon ein bisschen was erkannt hast, dass was in der Welt falsch läuft. Ja? Aber erst dann werden dir echt so die Scheuklappen von den Augen fallen und du wirst alles wirklich erkennen, dass wirklich alles nur um Gut und Böse geht hier auf dieser Welt. Ja? Der Herr gegen den Feind. Das wirst du ganz klar sehen. Und dann wirst du auch frei sein, ja, von der Lüge hier. Weil wenn der Sohn dich frei macht, dann bist du recht frei. Ja, das steht hier noch in Vers 36. Dann gehen wir zu auch nochmal im gleichen Kapitel, Vers 44. Ja. Spricht der Herr Jesus Christus zu den Pharisäern. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Väters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lügen redet, so redet er von seinen eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Ja. Die Welt ist im Fluch der Lüge sozusagen. Ja. Die wollen die Wahrheit gar nicht erkennen, weil sie lieber in ihren Sünden leben wollen. Das ist so, liebe Mitmenschen. Denn der Herr spricht hier auch einen Vers weiter. Ich aber, weil ich die Wahrheit sage, so glaubt ihr mir nicht. Ja, wenn man heute die Wahrheit sagt, glaubt einem ein Mensch nicht mehr. Sondern hält dich sogar für verrückt noch. Ja? Bist ja völlig wahnsinnig und dann, was liest du hier in 2000 Jahre oder noch älteres Buch, ja? Und denkst daraus, deine Wahrheit zu nehmen, ja? Aber der Herr hat schon bewiesen, dass er die Wahrheit ist, ja? Weil er ist auferstanden, ja? Wer hat das sonst geschafft? Keiner. Ja, dann gehen wir weiter. Johannes 14,6, jeder kennt diesen Vers, aber kann man gar nicht oft genug lesen, ja? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, ja? Das ist auch so. Denn wenn der Herr Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit, dann kann kein anderer die Wahrheit sein. Ja? Kein anderer, irgendwie Religionsstifter oder weiß ich wer, kann da die Wahrheit sein. Nur der Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Und alle anderen Wege sind auch ihr Wege. Und das ewige Leben erhältst du auch nur durch ihn, ja? Dann gehen wir zu Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen, ja? Dieser Geist, der ist schon ausgegossen, ja, der Heilige Geist in Apostelgeschichte 2. Deswegen leitet auch dieser Geist uns in der Wahrheit, ja. Deswegen können wir jetzt die Wahrheit auch erkennen, ja. Denn in Johannes 17,17 steht geschrieben, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, ja. Steht es nochmal, ja, Gottes Wort ist die Wahrheit und sonst nichts. Du kannst dich dadurch auch heiligen, ja, und reinigen jeden Tag. Dann gehen wir zu Römerbrief. Ich glaube, diesen Vers nehme ich fast in jeder Predigt, aber das ist einfach, daran erkennt man einfach die Welt heutzutage. Ja, es ist, und da steht auch was über die Wahrheit drin, ja. Römer 1, 24 und 25. Darum hat sie auch Gott dahingegeben in ihren Herzen, Gelüste in Unreinigkeit zu schänden, ihre eigenen Leiber an sich selbst. Schönen Gruß an die Regenbogenbewegung. Die Gottes Wahrheit haben verwandelt in die Lüge und haben geehret und gedient dem Geschöpfe mehr, denn dem Schöpfer, der da gelobet ist in Ewigkeit. Amen. Ja. Der Mensch hat Gottes Wahrheit verwandelt in eine Lüge. Ja. Sie dienen dem Geschöpf mehr als dem Schöpfer. Ja. Das ist eigentlich völlig unlogisch. Ja.
Aber diese Evolutionstheorie und Humanismus und Kommunismus, diese Lügen, die wurden jetzt so oft wiederholt, dass der Mensch sie glaubt, ja. Und eben durch diese auch nicht mehr an Gott glaubt, ja. Weil sie denken, das ist alles Evolution oder durch Menschen gemacht. Aber der Herr, der wird es noch richten, ja, wenn er wiederkommt. Der lässt sich nicht spotten. Ja. Aber auch die Liebe, ja, die freut sich der Wahrheit und nicht der Ungerechtigkeit, ja. Denn die Wahrheit, der Herr Jesus Christus, lässt sich nicht aufhalten, ja. Das lesen wir nochmal. In 2. Korinther 13, 8. Das kann man eigentlich auch leicht überlesen, den Vers, aber wenn man ihn sich mal genau anschaut, ja, ist der echt wichtig. Denn wir können nichts wider die Wahrheit, sondern für die Wahrheit. Man kann nichts gegen die Wahrheit tun, also die Wahrheit lässt sich nicht aufhalten. Deswegen lasst uns, liebe Geschwister, ja, was für die Wahrheit tun, ja, für unseren Gott, den Herrn Jesus Christus, ja. Dass wir helfen, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ja. Dann gehen wir zu Kolosserbrief. Kolosser 1. Kolosser 1. Was habe ich da? Verse 5 und 6. Um der Hoffnung willen, die euch beigelegt ist, im Himmel, von welcher ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit im Evangelium, das zu euch kommen ist, wie auch in alle Welt und ist fruchtbar, wie auch in euch von dem Tage an, da ihr es gehört habt und erkannt die Gnade Gottes in der Wahrheit, ja. An das Evangelium der Gnade Gottes müsst ihr glauben, ja, dass ihr errettet werdet von euren Sünden. Das findet ihr in 1. Korinther 15, die Verse 3 und 4, ja. Wenn du das gehört hast und daran glaubst, ja, dann bist du gerecht vor Gott, ja. Denn kein Mensch kann gerecht werden vor Gott. Ja, dann gehen wir weiter. Zu 2. Thessalonicher Brief. 2. Thessalonicher 2, die Verse 10 und 11, ja. Und mit allerlei Verführung zu Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, dass sie selig würden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge, ja. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, ja. Das sehen wir jetzt schon, dass hier Irrtümer gesendet werden, ja, der Lüge. Aber das wird nochmal in der Trübsalzeit viel schlimmer, ja, dass sie überhaupt nicht mehr zur Erkenntnis der Wahrheit kommen werden. Ja, deswegen, lieber Mitmensch, nimm heute noch den Herrn Jesus Christus an, ja, als deinen persönlichen Heiland und Erlöser. Ja, bevor es zu spät ist. Denk daran, keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde, ja. Und der Herr Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben, für deine persönlichen Sünden, ja. Du musst nur glauben, dass du ein Sünder bist, ja. Dass der Herr Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist, begraben ist, ja, und am dritten Tage auferstanden ist. Amen, so wirst du selig. Mach's heute, die Zeit drängt, ja. Jetzt ist noch die angenehme Zeit. Denken viele zwar nicht, aber es wird 10-mal schlimmer werden, das ist gar nichts, vor allem hier nicht. In Deutschland noch. Dann gehen wir zum 1. Timotheusbrief bitte noch. 1. Timotheus 2, 4. Denn der Herr will ja, dass alle Menschen errettet werden, denn die Hölle ist bereitet für den Teufel und seine Dämonen, ja, und nicht für uns Menschen eigentlich. Dann lesen wir, was hier steht. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ja, dass noch alle zu ihm kommen. Und ihn aufnehmen in der Wahrheit. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, ja. Und sonst keiner, kein Maria oder irgendwer. Da gehen eure Gebete ins Leere, ja. Dann 1. Timotheus 3, 15, ja. Timotheus 3, 15. So ich aber verzöge, dass du wissest,
wie du wandeln sollst in dem Hause Gottes. Welches ist die Gemeinde, ja, des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit? Ja, auch die Gemeinde ist ein Grundfeste der Wahrheit heutzutage, ja. Wo hörst du denn sonst noch die Wahrheit oder kannst du nur frei über die Wahrheit reden? Nirgends mehr. Deswegen, lass uns hier die Wahrheit bewahren um Gottes Wort, ja. Und nur darüber reden hier, wenn wir hier sind, weil sonst, wir hören den ganzen Tag genug Schrott, ja. Amen. Ja. Dann 2. Timotheus 2,15, ja. Kennt auch jeder. Befleißige dich, Gott zu erzeugen, einen rechtschaffenden, unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit, ja. Das ist schon das dritte Mal, dass wir hören hier, das Wort der Wahrheit, ja. Lese täglich auch in der Schrift, ja, dass du sie auch recht verstehen und recht teilen kannst, ja. Persönlich drin lesen, ja, nicht immer nur zuhören im Internet. Das ist viel wichtiger. Dann wird dir der Herr auch immer was zeigen, ja. Zum Beispiel, der hat mir diesmal so viele Verse gezeigt, ja. Die habe ich sonst so oft überlesen oder nicht richtig verstanden. Das ist echt dieses Mal erstaunlich. Dann gehen wir noch zu 2. Timotheus 2, 24 bis 26. Ein Knecht aber des Herrn soll nicht zänkisch sein, sondern freundlich gegen jedermann, lehrhaftig, der die Bösen tragen kann mit Sanftmut. Und strafe die Widerspenstigen, ob ihnen Gott, der mal einst Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen. Und wieder nüchtern würden aus des Teufels Strick, von dem sie gefangen sind, zu seinem Willen. Ja, ja, helft auch den Geschwistern, ja, wenn sie mal fallen oder so. Jeder kann mal fallen. Das sind ja nur Menschen. Ja, ja, weil der Teufel, unser Widersacher, ja, der läuft auch umher und sucht, wen er verschlingen kann, wie ein brüllender Löwe, ja. Deswegen seid immer achtsam und auf der Hut, ja. Aber man soll einen auch ermahnen, steht hier, ja. Wenn etwas nicht gut ist. Ist auch wichtig, ja. Dass man wieder zurückkehrt zur Wahrheit. Dann 2. Timotheus 4, die Verse 3 und 4. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken, ja, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Und diese Zeit ist genau jetzt, ja. Die heilsame Lehre wollen sie nicht mehr hören, ja. Das ist ihnen viel zu nüchtern, so wie bei uns hier in der Gemeinde zu sitzen und einfach nur Gottes Wort zu hören. Da muss immer viel Show dabei sein, ja, Hände hoch, Lobpreis, Hilfssorgen, weiß ich was alles. Aber die heilsame Lehre wollen sie nicht hören, ja. Da wäre es doch viel schöner, oder, diese Glaubenslieder zu singen. Ist doch viel mehr Kraft drin als in diesen neuen englischen Liedern da, ich weiß nicht, warum das den Leuten gefällt. Ja, dann noch 2. Petrus 2 ist auch sehr wichtig. 2. Petrus 2, die Verse 1 und 2. Oder? Habe ich das jetzt richtig? Ja. Zweite Petrus 2. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer, die nebeneinführen werden, verderbliche Sekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und werden über sich selbst führen eine schnelle Verdammnis. Und viele werden nachfolgen ihrem Verderben. Durch welche wird der Weg der Wahrheit verlästert werden, ja? Verderbliche Sekten sind schon so viele aufgekommen, ja? Die Zeugen Jehovas zum Beispiel verleugnen den Herrn, ja? Aber das ist nicht alles, ja? Gibt es noch viel Schlimmere. Circa 1 Milliarde Muslime tun das auch, ja? Sie erkennen den Herrn auch nicht an. Folgen einem Menschen, ja, wo sie sagen, das war der beste Mensch, den es jemals gab. Sollen sie nur einmal ihre Schriften lesen, dann werden sie sehen, dass es nicht so war, ja. Sagen sie, wie sollte Allah einen Sohn haben? Aber auch der Papst in Rom, ja, ist ein großer Verleugner. Er könnte doch einmal bei seinen Ansprachen was erzählen, wie man zum Herrn kommen kann, oder? Ja. Wie man errettet werden kann. Ja, der
100 Millionen Publikum, ja, wenn er seine Rede macht. Da würden vielleicht sogar 1 Million Menschen errettet werden können an einem Tag oder so. Aber daran sieht man schon, ja, dass in ihm nicht die Wahrheit ist. Und wie sein Gott ist er auch ein Lügner. Ja. Ja, so ist das leider. Viele verderbliche Sekten heutzutage. Dann gehen wir zum 1. Johannesbrief. 1. Johannes 2,21. Das war ein Vers, den habe ich echt oft überlesen. Dabei ist er so wunderbar, ja. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisset sie und wisset, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt, ja. Aus Gottes Wort kann keine Lüge kommen, ja, weil es ist die Wahrheit. Und genau andersrum, aus der Lüge kann auch keine Wahrheit kommen, ja. Ja, und da steht ja auch, wir wissen die Wahrheit durch Jesus Christus, ja. Überall steckt eine Lüge drin, ja. Wie man so schön sagt, der Teufel steckt im Detail, ja. Nur in Gottes Wort steckt keine Lüge drin, ja. Denn es ist die einzig wahre Wahrheit, vertraut fest darauf, ja. Und nur darauf, nicht was ihr im Fernsehen hört oder so. Da können wir nochmal ins Alte Testament zurückgehen. Das ist auch nochmal wunderbar, da bestätigt Psalm 33, 4. Psalm 33, Vers 4. So, Psalm 33, Vers 4. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Amen. Das Herrn Wort ist wahrhaftig, ja. Was er zusagt, hält er gewiss. Es ist kein Menschenkind, das er lüge, wie wir. Alle Menschenkinder lügen, ja. Nur der Herr nicht. Amen. Dann gehen wir zurück in den 1. Johannesbrief noch kurz. Ja, liebe Geschwister, welches Wort steckt noch in der Wahrheit? Wahrhaftig, ja. Und wahr auch, Bruder, ja. Aber wahrhaftig, ja, so ein richtig starkes Wort, finde ich, ja. Deswegen, 1. Johannes 5,20, ja, ist sehr wichtig. Das sollte der Papst mal einmal verkündigen, diesen Vers vorlesen. Da würden sehr viele zur Wahrheit kommen, oder? Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes kommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, ja? Den Sinn des Lebens sozusagen. Dass wir erkennen den Wahrhaftigen und sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesu Christo. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Gibt nur einen wahrhaftigen Gott. Und somit besteht auch kein Zweifel, Jesus ist Gott, ja? Ist auch nicht schwächer als der Vater, wie viele YouTuber sagen. Nein, ich und der Vater sind eins, hat er gesagt. Und drei sind die der Zeugen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Amen. Eins, ja. Und wir haben keine drei Götter, nochmal zur Information, weil es auch so viele immer sagen. Ja. Ein Gott, drei Personen, ja. Eine Wahrheit. Amen. Ja, deswegen, liebe Mitmenschen, die Wahrheit der Herr Jesus Christus, der wird auch bald hier zurückkommen und diese Welt richten. Und zwar in Wahrheit. Und das lesen wir in Offenbarung 19,11. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein Weißpferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Amen. Treu und wahrhaftig, das sind doch Attribute, die genau unseren Herrn beschreiben, würde ich sagen. Amen. Ja, liebe Geschwister, dann will ich auch abschließen noch mit ein paar schönen Versen, für uns auf jeden Fall aus der Offenbarung. Gehen wir ein paar Verse hoch, Offenbarung 19, ab Vers 7, ja. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist kommen und sein Weib hat sich bereitet.
Und es ward ihr gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Seide. Die Seide aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Amen. Amen. Preist den Herrn. Und so wie es er gesagt hat, so wird es auch kommen. Und darauf können wir uns wirklich freuen, ja. Ich möchte noch mit Gebet abschließen. Ja, allmächtiger Vater, vielen Dank, Herr, dass du uns in deiner Wahrheit leitest, durch deinen Heiligen Geist, Herr. Danke, dass wir dich erkannt haben, Herr Jesus Christus, dass du die einzige Wahrheit bist. Bitte führe noch viele Menschen zu dir und zu deiner Wahrheit, solange noch Gnadenzeit ist, Herr. Ja, Herr, bitte lass uns auch weiter in deiner Wahrheit, in deinem Wort wachsen, Herr, dass wir weise handeln können, Herr, und in Wahrheit leben können. Darum bitte ich im Namen Jesu Christi und dir sei Ehre allein, Herr. Amen.